Dann nochmal auch allen zusammen offiziell herzlich willkommen. Für die, die mich noch nicht kennen sollten, die kennen euch fast alle. Ich bin Frank Mannerzahn, der neue Geschäftsführer der BG Göttingen. Neben mir sitzt Johann Heuerplatz, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Ja, wunderbar. Unser neuer Trainer, der sich gleich sehr ausführlich vorstellen wird. Ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. Eins vorweg, Spieler gibt es noch nicht. Schade. Ich habe in der Zeitung diverse Sachen schon gelesen, die wir auch nicht weiter kommentieren werden. Das könnt ihr trotzdem fragen. Wir haben aber definitiv noch keinen Spieler unter Vertrag zu jetzigen Zeitpunkt. Ich würde den jetzt gleich abgeben an Johann, dass du dich kurz vorstellst, ein bisschen was erzählst und dann würden wir im Anschluss die Fragerunde erstellen. Also, kurz würde ich sagen, guten Tag. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber wir probieren alles in Deutsch zu sprechen. Ich bin Johann Werks, ich bin 31 Jahre alt, ich bin holländisch. Ich habe vor seit 7 Jahren in Belgien gearbeitet, mit Bray und Mons, mit einem amerikanischen Coach, Chris Finch. Er ist jetzt die Head Coach of the Great Britain National Team und also mit den Houston Rockets. Und dann habe ich auch ein Jahr gearbeitet mit Arik Shivak, die Head Coach of the Israeli Nationalmannschaft. Und dann bin ich von Belgien ein Jahr nach Amerika gegangen, nach der NBA D-League, bin ich auch Assistant-Coach gewesen mit der Chris Finch. Und dann habe ich letzte Jahre angefangen mit meiner Headcoach-Karriere in Slowakia, mit Prievidza. Und das ist gut gegangen, da sind wir Meister geworden. So, sind wir Meister geworden, dann habe ich eine neue Challenge, wie sagt man das am Deutsch? Ich weiß das Wort nicht, aber suche ich eine neue Challenge. Herausforderung. Okay, das ist schwierig. Oder? So, dann habe ich, ich denke jetzt 7, 8 Wochen bevor habe ich einen Prospekt von Göttingen bekommen. Und alles, was ich lese über die Zukunft von Göttingen, das war sehr gut. Und dann habe ich entschieden, um mich für Göttingen die Coach zu bekommen. Ich bin Göttingen, Frank und die Organisation sehr dankbar, dass ich die nächsten Jahre die Head Coach von Göttingen bin. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir ihn bekommen konnten, weil wir alle der Überzeugung sind, dass wir einen sehr, sehr guten Schritt und guten Fang mit ihm gemacht haben. Jahre hat er eben gesagt, für das nächste Jahr. Ja. Okay. Für das nächste Jahr, aber grundsätzlich planen wir schon längerfristig miteinander zu arbeiten. Aha. Jetzt würde ich den gerne genau. Ja. Johann, was hat dich gereizt in der deutschen Liga, ich werde jetzt gar nicht BBL und zweite Liga sagen, sondern überhaupt im deutschen Basketball jetzt einzusteigen. Was war deine Motivation? Die Motivation ist, Göttingen ist eine Team mit Historie, you know? Euro Challenge Winner 2010. Die Fans, wenn man am Internet sucht, das sind sehr gute Fans, gute Organisation. Und ich denke, dass jeder Coach in der BBL arbeiten möchte. Das, ich denke, ich habe gelesen, dass die BBL auch die höchste Zuschaueranzahl hat. So, ich denke, dass hier können etwas bauen. So, ich denke, wenn man als Coach in der BBL coachen kann, dann denke ich, dass man sehr froh kann sein. Dass froh, ja. Ja, so, ja mich, so. Weitere Fragen? Hast du Spieler im Auge, die du verpflichten möchtest? Hast du schon so ein Korsett von Spielern,
Man weiß ja von dir, dass du ein gutes Netzwerk hast, auch durch deine Tätigkeit in den USA, Tätigkeit in Belgien, jetzt auch in der Slowakei. Hast du da schon so eine Vorstellung, so ein Gerüst? Meine Erfahrung ist vom letzten Jahr, dass mit Amerikanern man kann sehr lange warten. Mhm. So, jeder Agent hat mir jetzt kontaktiert und ich sage, ich bin nicht suche nach Amerikanern, ich möchte meine deutschen Spieler first und dann warte ich. Und wenn man Patience ist, dann kann man, ich denke, gute Spieler bekommen für gute Preise. Mhm. Und ich kann heute 10 Spieler zeigen, das ist kein Problem, aber dann denke ich, dass man Preis-Quality keine gute Mannschaft kann bauen. Mhm. So, es ist sehr wichtig, to be patient. Mhm. So, aber wir, jeden Tag bin ich, inventarisiere ich Spieler, da sind die Spieler, was meine Philosophie on the court, it's a lot of things needs to be in place. But mhm. wir jeden Tag anschaue ich Spieler. Du sprachst von Philosophie, was ist denn deine Basketballphilosophie? Ich möchte gerne Uptempo spielen, Basketball. Ich möchte gerne, was für mich sehr important ist, meine in Englisch ist do something for somebody else. So, wenn jeder Spieler etwas für einen anderen macht, dann kreieren die für einen anderen und für themselves. Mhm. Ich gebe die große letztes Jahr habe ich keine Spieler in die Top 10 vom Scoren, aber ich habe 3 Spieler in die Top 10 vom Assists. Und für mich ist das, ich möchte nicht, wie gesagt, I don't care, if meine Amerikaner scores 10, 15, 20 Points oder meine Deutsche. I don't care. Mhm. Ich hole the, wie I wanna, wie wir gerne spielen. Ich weiß nicht, wenn man die Offense läuft, who will take the shot? I don't know. Ich denke, das ist gut to coach, gut to anschauen und auch gut to spiel. It's nice. Mhm. Und es ist das wichtig, aber wichtig ist auch möglich. Mhm. Wichtig ist natürlich, it's not easy, but not easy is also possible. Mhm. That's what I want to say. Wie weit beeinflusst die neue Regel in Deutschland mit Deutschen zu spielen das System? Gibt es so viele deutsche Spieler, die das mittragen können? Oder wie abhängig ist dieses System von den amerikanischen Spielern? Weil in der Slowakei hast du ja stark auf die Amerikaner gesetzt, was ja, glaube ich, in der Liga so ein bisschen so ein Überraschungsmoment auch gewesen ist. Ja, das ist korrekt. Aber ich denke auch, dass die deutschen Spieler bessere Spieler sind als die slowakischen Spieler. Es ist ein Effekt, da haben sehr viele Spieler da, aber ich denke, dass er, if we're patient, we'll find the right players. Ja. Das ist schon so, dass es jetzt natürlich nicht so ganz einfach ist momentan. Aber es sind erstaunlicherweise noch genügend deutsche Spieler auf dem Markt. Das wäre so vielleicht die nächste Frage, die es ein bisschen anschließt. Also, wenn man so mal momentan sich so dieses Transfer-Modell anschaut. In der BBL sind noch viele, viele Spots offen. Halt in der Pro A sind, finde ich, eigentlich schon überraschend viele mit ihren deutschen Spielern schon relativ weit. Hast du so ein Zeitfenster, wo du sagst, ab jetzt kann ich nicht mehr so ganz patient sein, sondern jetzt kommt doch so ein bisschen der Druck? 29, the first game. Ich habe im letzten Jahr habe ich meine besten Spieler bekommen, 2 Wochen für die erste Game. Okay. Mhm. Mein bester Spieler, Sullivan Phillips. He didn't play for a year. Okay. Big time player, Cyprus, Czech. Mhm. Und der war mein bester Spieler. Off the bench, leading scorer, leading assist, leading steals. Mhm. So, ich bin.
Patience. What is patience in German? I need that word. Geduldig. Geduldig. Das muss ich hier. Kann ich machen. Kann es sein, dass du Spieler aus Prievidza mitbringst? Ah, das kann sein, ja. Aber ich, ich weiß, kann ich jetzt nicht sagen, ich möchte gerne meine Deutsche first und dann kann ich, muss ich sehen, die you know, piece of the puzzle, it's a puzzle. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Ich liebe all meine Spieler in Slowakia, die sind Meister, aber ich kann nicht sagen, if they're gonna be the right piece of the puzzle. Wenn wir Meister gekommen sind in Bray, sind wir nach Mons gegangen in Belgien, haben wir denke ich, 6 Spieler mitgenommen von Bray nach Mons. Aber das war möglich, weil in Mons wir haben 0 Spieler und so we had a chance to build a whole new team with no restrictions. Nun verbindet man die Slowakei ja nicht direkt, wenn man von Sport redet, mit Basketball. Also Slowakei und Basketball würde ich jetzt nicht zuerst sagen, so wie Russland Eishockey oder, ja, ne, oder Holland Fußball. Ja. Entschuldigung, ja gut, okay. ist es für dich attraktiver jetzt mal in Deutschland, wo der Basketball ja auch, du sagtest ja, dass die Zuschauerzahlen so hoch sind wie in keiner anderen europäischen Liga. Ja. Ist es für dich attraktiver jetzt auch mal in Deutschland Trainer zu sein? Ja, because die deutsche Liga ist, wie sagt man, higher required as the Slovak. Yeah. Mm-hmm. Das ist so, das ist ein Fact, so that's one reason why I'm here. Die neue GmbH bzw. die Köpfe der neuen GmbH sind zum einen vertreten, zum anderen aber auch immer sehr vorsichtig in ihrer Wortwahl, was mögliche Ziele betrifft und was man so erreichen möchte. Da bist du relativ weit vorgeprescht und hast gesagt, nee, ich möchte schon irgendwie irgendwann mal in der BBL der Coach sein und das sollte dann irgendwie das Ziel schon in 2 Jahren zu erreichen sein. Wie stark setzt du dich damit selber unter Druck? Und, stark. Also du brauchst den Druck aber auch, oder? Nein. Für mich ist kein Problem, was people say. Yeah. I'm gonna say this in English, then I'm gonna explain it better. Like, I put enough pressure on myself every day to, you know, to win and to be good. So it doesn't really matter what the people around me say or what they want, because I'm gonna put enough pressure on me to perform the best every day. Ich würde auch keinen Trainer verpflichten wollen, der nicht aufsteigen möchte, um das mal deutlich zu sagen. Also wir hätten keinen verpflichtet, der sich bei uns hinsetzt und sagt, ja, schön, also ich möchte mal so eine Vorabend spielen, mal gucken, wie das funktioniert und dann gucken wir mal, was passiert. Die Erwartung an den sportlichen Leiter, dass er natürlich aufsteigen möchte. Das ist eine andere Frage, dann, wie wir das Umfeld denn hier in Göttingen wieder so aufstellen können, dass wir das auch wirklich machen können. Und das ist dann eben unsere Aufgabe. Ja, also wir haben uns ein Ziel gesetzt, natürlich wieder in die BBL hochzugehen, aber eben nur dann, wenn wir uns das auch leisten können. Aber erstmal brauchen wir natürlich die sportlichen Voraussetzungen. Du bist ja erst 31 und hast also schon für 31 unglaublich viele Trainererfahrung gesammelt. Würdest du dich als Erfolgstrainer bezeichnen? Oder? Nein. Ich denke nicht, dass man das von selbst, das kann man sagen. Echt? Kann man nicht sagen. Aber du suchst den Erfolg. Richtig. Mhm. Frank, ihr habt Johann als Trainer und Sportdirektor geholt, ist das richtig? Oder? Genau. Also darauf haben wir auch Wert gelegt, dass Johann hat einfach ein gutes Netzwerk auch mit vielen Agenten und hat sich jetzt auch ganz schnell auf den deutschen Markt, also mit den deutschen Spielern eingearbeitet und hat auch ganz viel getan. Das war uns auch wichtig, jemanden zu finden, der dazu in der Lage ist. Wie sieht es mit dem Co-Trainer aus? Entschuldigung. Fragst du mich oder Johann? Ja, beide. Ah, gut, dann wurde Johann. Was war die Frage? Co-Trainer. Kriegst du einen Co-Trainer noch? Ne? Ja, sehr sicher. Man braucht das, wenn man das die richtige Weg
machen sollen. Hängt es auch mit deinem Job als U18-Trainer der holländischen Nationalmannschaft zusammen, dass du ja nicht immer, du kannst dich ja nicht zweiteilen. Hängt es auch damit zusammen, dass du einen Co-Trainer brauchst, der dir in dem Falle dann auch so ein bisschen den Rücken frei hält? Nein. Ich denke, ich habe eine sehr gute Staff mit dem Under-18-National-Team Holland. So, mhm. Ich denke, dass das zu kombinieren ist. Ist das holländische Mannschaft ist auch nur in die Sommer. Ja. Ist, ach, nur im Sommer. Ja, nur im Sommer. So, dass 19. August, dann ist das fertig. Und dann sind wir noch nicht, wie sagt man, angefangen mit den Trainer in Göttingen. So, die Co-Trainer ist sehr sicher important. Mhm. Wichtig. Ja. Aber das ist zu kombinieren, wenn das die Frage ist, wie toll das immer ist. Ja. Hat man dir schon eine schöne Wohnung ausgesucht oder hast du noch keine Wohnung? Morgen hoffentlich. Morgen schon. Oh, das geht aber schnell, ne? Ja, ich kann sagen, dass was ich meine erste Feeling ist, dass das eine sehr gute Organisation ist. Mhm. Die hatten alles, ich habe ein Schedule für today, morgen, Freitag, alles ist kein Problem. Mhm. Ja, sehr professionell. Wann wird der Co-Trainer jemand hier aus dem Göttinger Umfeld sein, oder? Das ist wie mit den Spielern, so Wasserstandsmeldung gebe ich da nicht ab. Da ist noch alles möglich. Es gibt Kandidaten, aber hat noch keiner unterschrieben. Bekommt der Trainer den Co-Trainer zur Seite gestellt oder entscheidet das der Trainer? Macht das der Trainer und der Sportdirektor unter sich aus oder muss er das mit dem Management machen? Wie sieht so ein Ablauf aus? Das entscheidet der Trainer und der Sportdirektor. Okay. Die müssen da klarkommen. Hm. Ich muss mit dem Co-Trainer relativ wenig zusammenarbeiten. Der muss dann halt bezahlbar sein. Eventuell Spieler aus dem vom ISC oder also wie die normalen regionalen Teams wieder in die Ballung einzuziehen. Kann ich kurz, also ja, gibt es. Es gibt auch weiter das im letzten Jahr angefangene gemeinsame Nachwuchskonzept, Jugendkonzept. Auch das werden wir fortführen. Es wird auch wieder einen Jugendkoordinator geben, der in der Pro A eigentlich Pflicht ist. Auch den werden wir wieder haben, so zumindest unsere Planung, auch da haben wir noch keine Personen eingestellt. Insofern wird es auch Spieler aus Göttingen in der VA-Mannschaft geben. Wie sieht es mit dem Rest des Teams aus? Wird das neu besetzt oder wird es da... Also normal kein... Das ist... Man kann das brauchen, aber wir müssen jetzt... I understand we're now pro 18, so we müssen, So, ich denke, dass wenn man professionelle Spieler hat, ich habe letztes Jahr in Slowakei auch keine Athletiktrainer, und wenn die professionell sind, dann können sie alleine arbeiten in die Fitness. Für mich ist das kein Problem. Ja, das sind eben auch Sachen, die wir uns jetzt hier die zwei Tage nochmal gemeinsam anschauen, auch mit Leuten reden, und dann schauen wir mal weiter. Das ist eben auch wirklich auch eine Kostenfrage, aber das ist noch nicht gänzlich geklärt. Als positiv wurde immer bewertet, dass es eine relativ enge Zusammenarbeit mit dem Reha-Zentrum gab. Ist diese Kooperation angedacht? Wird die weitergeführt werden oder gibt es da irgendwie... Die ist angedacht und ich gehe davon aus, dass sie weitergeführt wird. Ja. Ja, also auch. Ja. Also Reha-Zentrum Junge wird weiterhin die medizinische Betreuung. Okay, also da finden dann irgendwie auch irgendwie die medizinischen Checks dann statt und, genau. Und die medizinischen Untersuchungen. Inwieweit hast du dich schon mit den kommenden Gegnern beschäftigt oder schiebst du das noch erstmal beiseite? Also die Gegner wie Chemnitz, die Gegner in der Pro A. Hast du dich damit schon so ein bisschen beschäftigt? Ich habe viele
Spiele gesehen von letztem Jahr, ja. Aber ich gucke nicht nach die anderen Mannschaften. Ich habe ein Budget und ich muss probieren, no matter what our teams are, to make das beste Team. Mhm. So für mich, I don't care. Mhm. Ja. Frank, wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr mal von einem Budget gesprochen von gut 400.000 Euro. Ist es dabei geblieben? Wenn das mal so weiß, ja. Also hat sich nichts dran geändert, ja. Das ist richtig. Da ist dann aber alles mit dabei. Und auch die, also nicht nur Spieler oder sonst was. Wie sieht es mit weiteren Sponsoren aus, Frank? Läuft das? Was auch den Business Club anbetrifft, kann man davon ausgehen, dass dieser 1 Million Etat, den ihr ja angedacht habt, dann auch zu realisieren ist? Wie sind da die Gespräche mit den Sponsoren und mit den Förderern, Business Club, sprich die Hauptsponsoren und was es da gibt? Wie weit seid ihr da? Wir müssen ja zum 30.06. 60% nachweisen, ja. Unsere Sponsoreneinnahmen, das haben wir gemacht. Also nicht 60% von 1 Million, sondern 60% unserer Sponsoreneinnahmen, das ist ganz wichtig. Da sind wir auch schon drüber hinaus, sind auf einem guten Weg, haben aber noch keine 100% zusammen. Im Business Club ist es ähnlich, auch da sind wir auf einem guten Weg, haben aber unser Ziel da auch noch nicht gänzlich erreicht. Auch da brauchen wir weitere Unterstützung. Aber ich finde, ich kann es relativ im Vergleich zu den letzten Jahren einschätzen, weil ich da nicht so dicht dran war. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir das definitiv hinkriegen. Gar keine Frage. Wir haben heute Abend auch unseren ersten öffentlichen Auftritt gegenüber den Sponsoren. Ein gemeinsames Angrillen quasi. Die treten jetzt auch mal mehr in die Öffentlichkeit. Und das wird sicherlich auch nochmal einen kleinen Schub geben, wenn es bei den Business kommt. Marc, kannst du vielleicht auch was zu sagen? Gar nicht? Sitze nur. Achso, na gut. Es ist immer wirklich so, dass die Stimmung schon positiv ist. Also es gibt natürlich immer noch Personen, die zu Recht noch verärgert sind. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Aber insgesamt finde ich, ist die Stimmung besser, als ich persönlich das erwartet hätte. Bei den meisten Sponsoren. Wie sieht es aus mit der Homepage? Wir werden, jetzt gucke ich nochmal zu Frau Lieber, am Donnerstag, ab morgen online gehen, aber erstmal mit einer eingeschränkten Homepage. Da geht es dann auch mehr um Dauerkartenvorverkauf, dass man auch Dauerkarten bestellen kann. Und das kommt jetzt aber auch die nächsten Tage nach. Also wir haben jetzt gerade erst die Rechte bekommen vor einem Tag, gestern, genau, an der alten BG Göttingen. Das heißt nicht hier, das seit gestern sind wir dann auch wieder auf Facebook aktiv. Und seit gestern Abend. Das kommt jetzt alles so langsam in Wallung. Heißt das, dass ihr die Adresse der Starting Five abgekauft habt? Nee, aber nicht. Wie ist das dann vonstatten gegangen? Der Insolvenzverwalter hat die Adresse zurückgegeben an den Provider. Und wir haben sie vom Provider jetzt. Ohne was? Finanziell leisten zu müssen. Das kostet schon was. Doch, das kostet was, klar. Warum? Das sind marktübliche Preise, das kostet nicht so viel. Gibt es noch Fragen? Speziell an Johann. Wie sieht das Programm jetzt aus bis Freitag? Ich habe eine Barbecue mit Sponsoren heute Abend und dann morgen gehe ich nach Medical mit dem Doktor reden. Ich gehe meine Appartemente suchen, ich gehe Arena, Fitness, ich gehe durch Göttingen suchen, wie sagt man. Und dann Meetings, Sprache mit den
Geschäftsführer und in Frank. Und dann morgen gehe ich schon, no, am Freitag, dann gehe ich zurück zu in Irland, weil ich habe Training mit der unter 18 Mannschaft. Wann bist du dann wieder hier? Normal bin ich hier, ich komme 20 August zurück von Sarajevo, 21, 22, 23. Das ist noch, die exakte Datum ist noch nicht geplant. Was ist in Sarajevo? Das ist die, die wie sagt man das, die europäische Meisterschaft. Gibt es Termine für Trainingsstart schon? Oder? Ich denke, die kommen 2023, okay. Ja. Wir sind noch nicht genau. Nun war vom 15. August Trainingsauftakt die Rede. Frank, hat sich das jetzt ein bisschen nach hinten verschoben dadurch oder hat sich ein bisschen verschoben? Ja. Nicht so tragisch, ja. Habt ihr schon irgendwelche Testspiele abgemacht? Für was wir haben? Testspiele. Oh ja. Wir haben, das ist 90% komplett. Ja. Dann bin ich die letzten zwei Wochen sehr, ja. Wir spielen ganz holländische Teams, tschechische Teams und deutsche Teams, die es anschaut jetzt. Kann immer noch heranrufen, aber das ist wie das. Ich möchte gerne against eine gute Mannschaft spielen. Ne? Mit Respekt, weil keine Pro B oder regionale Liga. Ich denke, wenn man gute Teams spielen, kann man sehen, was man braucht, was man what you need to work on. Wann geht die Spiele spielen? Die Spiele? Wann ungefähr die ersten Spiele? Oh, das ist Braunschweig. Haben die Daten? Ich denke, 28, aber das weiß ich nicht sicher. Oder nicht? Also das werden wir in der Pressemitteilung dann auch nochmal rumschicken, sobald die Termine wirklich zu 100 oder zu 95% sicher haben. Ja. Schicken wir das rum. Gibt es eine Größenordnung, wie viele Spiele hier in Göttingen stattfinden werden? Jetzt muss ich mal sehen, ich denke zweimal against Czech Teams, einmal against ein holländisches Team. Das ist jetzt, was wir 100% jetzt. Die Testspiele finden in der S-Arena statt oder auch in der FKW? Ja, ich weiß von einem Spiel im FKG. Ja. Und der Rest vielleicht in der Sparkasse. Genau. Und es kommt auf die Terminierung des Schulsports einfach an, welche anderen Veranstaltungen in der Eisarena sind. Ja. Aber wenn die Spiele in den Trainingseinheiten von uns sein sollten, werden die definitiv in der Eisarena am stattfinden. Ja, wenn es im August ist, wäre es ja günstig, weil nämlich die Schulferien bis zum 1. September gehen. Also da könnte man noch in der S-Arena, da müsste man jetzt keine Rücksicht auf Schulsportveranstaltungen nehmen. Also richtig viel Training haben wir im August noch nicht. Mhm. Ach so, habt ihr noch nicht. Ja, ist richtig, das stimmt natürlich. Aber FKG ist ja auch nett, ne? Wie sagst du das? Ja. Wie wichtig sind für dich Fans? Wie viel Prozent machen Fans aus bei einem Spiel? Wie würdest du das einschätzen, ich denke, Johann? Prozent kann man nicht sagen, ich denke, aber ich denke, wenn man kann sagen, eine Spieler extra. Ja, und ein Spieler. Ja. Ja. Ich habe das letzte Jahre in Privica und in Belgien haben wir das auch. In die letzten Spiele in Privica haben wir 4000 Fans. Und dann geht das ein bisschen, wie sagt man das? Geht schon ab, ne? Ja, so. Na, das, und das ist auch ein von der Dinge, dass ich Göttingen, dass ich habe Göttingen in der Best anschaut. Und das ist, denke, dass man, ich hoffe, dass die Fans wiederum zurückkehren, auch in die Pro A. Ich hoffe, dass die Fans auch mit uns wieder 2 years back to the BBL, because we're gonna need to go back.
Gut. Wenn es denn keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank, dass ihr und Sie alle da waren. Bis demnächst. Dankeschön. Okay.